Unsichtbares entdecken brauche ich nicht. Klopfen wäre natürlich auch nicht schlecht, falls mein Dieb mal eine Truhe oder nicht aufkriegt. Ansonsten habe ich nur noch Agnars Hexerei, der ist nicht so dolle. Berührung eines Ghouls ist auch nicht so dolle. Blitzerstaub bringt gar nichts. Furchtbannen, Böses entdecken, das habe ich alles schon mit den Klerikern. Taubheit, Taubmacher, das bringt auch nichts. Netz habe ich auch schon. Ja, eigentlich. Also, der ist nicht schlecht. Stinkende Wolke ist nicht schlecht, aber Glück brauche ich eigentlich auch nicht unbedingt. Was ist das? Ach, das ist Alp, das ist Furcht. Alp auf mehrere Leute sozusagen. Ja, eine Art Furcht halt, Carsten, ja. Zaubern. Das Gegensatz zu Furchtbannen sozusagen. Der Gegenzauber zu Furchtbannen. Verschwimmen wäre eigentlich ganz gut, das wäre ganz gut für einen Magier. Die Gestalt des Magiers verschwimmt und beginnt in der Luft hin und her zu tanzen. Dadurch werden alle Nahkampfangriffe und Fernkampfangriffe gegen den Magier mit minus 3 auf den Trefferwurf ausgeführt. Außerdem erhält der Magier plus 1 auf alle Rettungswürfe. Ja, das ist ganz gut, das ist ganz gut. Und jetzt Zauberspruchstufe 3 kriege ich auch einen neuen. Da würde ich gerne Monster herbeirufen, ist scheiße. Hellsehen ist ganz gut. Illusion entdecken. Illusion entdecken, das wäre schon ganz gut. Das wäre ganz gut, weil das werde ich später brauchen, den Spruch. Aber ich würde auch gerne, ja gut, meist magische Meteoriten brauche ich eigentlich nicht unbedingt, weil Schädelfalle wäre natürlich auch geil. Schädelfalle wäre natürlich auch geil, wenn ich den nehmen könnte. Aber ich kann nur vier Zauber wählen. Als Hexenmeister könnt ihr nur vier bestimmte Zaubersprüche wählen. Ja, eigentlich bräuchte ich schon diesen Magiebann habe ich mit den Klerikern. Mit den Priestern. Das ist auch ein Priesterzauber. Verlangsamen bräunet. Das da unten ist Vampirgriff. Zauberstoß ist auch gut. Jetzt weiß ich nicht, was ich zuerst nehmen soll. Echt keine Ahnung. Mess, magische Meteoriten, die sind schon gute, weil die machen auch Feuerschaden. Sind auch gute, ist auch ein guter Zauberspruch. Ey. Wann brauche ich denn diese Illusion entdecken? Das brauche ich. Brauche ich denn das? Das brauche ich erst. Ah, das brauche ich erst ziemlich spät, den kann ich auch später noch lernen. Was würde mir denn jetzt am meisten bringen? Schädelfalle würde mir viel bringen, weil da kommen später schon noch ein paar hässliche Mobs. Richtig hässliche Mobs. Unauffindbarkeit wäre ganz gut. Der ist auch gut. Der wäre auch ganz gut. Geisterrüstung ist nicht so dolle. Ist zwar nicht schlecht, aber ist nicht so dolle. Zauberstoß tut nur einen Zauberspruch bannen. Das ist also auch nicht das Gelbe vom Ei. Ich mach erstmal die Schädelfalle. Ich entscheide mich für die Schädelfalle. Und vom vierten Level. Vom Viertellevel, da würde ich sagen, da nehme ich Kettenzauber. Geringer Kettenzauber, wie wenigstens mal, ja. Den brauche ich auf jeden Fall. Und von Stufe 5 kann ich jetzt auch schon einwählen. Einen Elementarbeschwören will ich jetzt nicht unbedingt. Immunität gegen Zauber. Geringere Zauber zurückwerfen. Kältekegel wäre nicht schlecht. Also. Phantomklinge ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Resistenzen senken ist sehr gut. Das werden wir auf jeden Fall brauchen.
Den werden wir auf jeden Fall brauchen. Aber Bresche werde ich auch brauchen. Ich mache erstmal die Bresche. Bresche, das ist nämlich Zaubersprüche bannen sozusagen. Also wenn irgendwie Schutzzauber auf den Gegnern liegen. Der ist, sagen wir schon, der ist wirklich sehr gut. Mal erstmal Bresche, dann mache ich Zauberresistenzen senken, Zauberschild und dann nehme ich noch Kältekegel. Oder was ist das? Oder Sonnenfeuer. Sonnenfeuer ist auch nicht schlecht. Sonnenfeuer wäre auch nicht schlecht. Das brauche ich nämlich gegen Lichs. Das ist nämlich ein geil gegen Untote Sonnenfeuer. Der geile Zaubersprüche. So, den Sonnenfeuer und Zauberschild. Wahrscheinlich, das wären meine vier Zaubersprüche in der Schule. Maximalschaden von 15 wird dabei, füllt sich der Magier genau im Zentrum des Feuerballs. Alle Wesen im Wirkungsbereich, außer den Zaubernden selbst, erleiden den Schaden. Jedes Wesen, denen ein Rettungswurf gelungen ist, erleidet nur halben Schaden. In diesem Fall ist es dem betroffenen Wesen gelungen, sich in Deckung oder zur Seite zu werfen. Eine riesige Kugel aus tobenden Flammen explodiert mit lauten Brüllen und verursacht 1W6 Schadenspunkte je Stufe. Also je nachdem, also bis zu einem Maximalwert von 15W6, also der Sonnenfeuer ist der richtig Killer, ist auch so ein richtiger Killerspruch, ey. So, ja, schon 379.000 Erfahrungspunkte gesammelt, ey. So schnell kann das gehen hier. Ja, hier hat auch noch ein Level Up. Ja? Ne, Nalia, Daniel the Dirty und Minska, trete in den Hintern für die eine müsste ich Sache. ja, eigentlich müssten hier die Wachen schon stehen. Warum stehen hier eigentlich keine Wachen? Oh. Oh. Ich habe das Gitter noch gar nicht runtergelassen, sehe ich. Sehe ich gerade, ich habe das Gitter noch gar nicht runtergelassen. Egal, dann lass mal schnell das Gitter runter. Es gibt auch nochmal XP. Ich habe die Zugbrücke noch. Ich dachte, ich hätte die Zugbrücke schon gesenkt. Naja, lass mal es halt nochmal runter. Auch kein Problem. Weil da liegt doch noch eine Rüstung. Liegt doch noch eine Kette oder irgendwas. Aber habe wohl keinen Platz mehr gehabt, ey. Auf jeden Fall, die Burg haben wir geschafft. Die Burg ist erledigt. So, und ich kann dieses Gebiet jetzt endlich auch verlassen, hey, und mich wieder in die Stadt begeben, hey. Nalia wird jetzt wieder aus der Gruppe gekickt. Da ist auch schon dieser Dings. Mit diesem Fuzzi habe ich jetzt keinen Bock gehabt, mich zu unterhalten, ey. Ein Von feiner Tag zum Reisen. An einem Tag wie heute wurden schon viele What? Glorreiche Schlachten geschlagen. Troll! What the Benötigt ihr fuck? Etwas? Sagt mir nur, was ich tun Troll, soll. Schon direkt. Verstanden? Super. Jeder Hamster und der einfach so ein hat, wo Troll, immer ey. Minsk auch hingeht, macht das Böse, Leck waffnet, mich, er stürzt dich in mein Schwert, Böses, solange du noch ich hab jetzt keinen kannst. Bock gegen Denn Troll. Minsk wird dir keinen solch einfachen Tod gönnen. Ich hab jetzt keinen Bock zu fighten, ey. So, ich gehe jetzt nämlich wieder nach Amt zurück, ey. Ich geh jetzt erstmal wieder in die Slums, ey. Kupferkrone, kein Bock, ey, gegen den Troll jetzt zu fighten, ey. Tert, Anomen Deriel, Sohn des Kor, ich komme als Überbringer schlechter Nachrichten. Euer Vater verlangt euer Schein auf seinem Landsitz. Entsetzliche Neuigkeiten, sagt ihr? Welchen Grund sollte ich haben, zu meinem Vater zurückzukehren? Eure Schwester ist tot, aufs Hinterhältigste ermordet.
tot. Bei Helm. Ermordet. Wie kann das sein? Warum solltet ihr so etwas sagen? Es tut mir sehr leid, mein Herr. Vielleicht solltet ihr nach Hause zurückgehen, wie euer Vater es erbittet. Ja, und wirklich schnell. Daniel the Dirty, beeilt euch. Wir müssen uns zum Hause meines Vaters im Regierungsviertel von Atkatla begeben. Dann habt ihr natürlich drei Gesprächsoptionen. Ihr könnt jetzt die erste machen, werden wir so etwas nicht tun. Ihr könnt nichts für sie tun. Lasst uns also mit unserer eigentlichen Suche fortfahren. Ich bedauere den Verlust eurer Schwester, Amon. Es tut mir wirklich leid. Wir begeben uns so schnell wie möglich zu eurem Haus eures Vaters. Dann machen wir die zweite Gesprächsoption erstmal. Obwohl es mich traurig stinkt, ja, das solltet ihr nicht machen, weil wenn ihr solltet schauen, dass ihr Amon auf jeden Fall dabei jetzt unterstützt, weil wenn ihr Amon nicht unterstützt, dann kann es sogar sein, dass er sich von der Gruppe komplett entfernt und also nicht mehr auf den Weg des Klerikers gehen will. Deswegen werden wir ihn natürlich unterstützen. Und erstmal alles Gute natürlich. Also erstmal rechtschaffend sein. Ich muss Licht in das Dunkel dieses Mordes bringen. Lasst uns aufbrechen. Und damit ist das Gespräch beendet. Hallo Freunde. Könnte ich mit euch ein paar Worte wechseln, ohne dass andere etwas mitbekommen? Ich hätte euch da etwas über ein nettes kleines Geschäft zu erzählen. Hättet ihr? Und was könnte das sein? Nun, um die Wahrheit zu sagen, ist es nicht an mir, das zu erzählen. Zumindest nicht alles. Meine Herrin wird mit euch über gewisse Angelegenheiten, die ihr zweifellos selbst entdeckt habt, sprechen. Aha, okay. Sie hat euch eine Zeit lang beobachtet und da ist sie nicht die Einzige. Diejenigen, denen ihr eigentlich vertrauen solltet, spionieren euch mehr oder weniger offen aus. Sie bietet euch, unter anderem, eine Lösung zur Wahrung eurer Privatsphäre an. Ah, das hört sich doch sehr interessant an. Sie ist eures Vertrauens würdig. Wenn ihr euch ihres Vertrauens für würdig erachtet, so kommt bald zum Friedhofsviertel. Sie wird euch ihr Angebot unterbreiten. Wählt für euren Besuch die Zeit, wenn der Himmel sich verdunkelt hat. Vorher würdet ihr sie dort nicht antreffen. Also, wenn es Nacht ist, sollen wir auf den Friedhof gehen? Ich werde da sein. Sagt ihr, dass sie nicht lange warten wird. Und was soll ich sagen, wer mich geschickt hat? Ich will nicht als Eindringling angesehen werden. Ich bin Val. Aber sie braucht sowas nicht, wenn ihr kommt. Sie wird wissen, dass ihr es seid. Lebt wohl. Vielleicht begegnen wir uns wieder. Ja, vielleicht. Kann ja sein. Also, das Treffen mit Val. Wer seid ihr? Verzeihung, Sir. Ihr seht aus wie ein Krieger. Seid ihr ein Krieger? Könntet ihr mir helfen? Weiter. Minsk und Bo sind die größten aller Krieger, mein Freund. Ich werde unsere Feinde zu kleinen Schnipseln verarbeiten. Wer wagt es, euch anzurühren? Zeigt einfach in die Richtung. Ich habe keine Feinde, Sir. Keine Gegner? Ich bin erleichtert. Ich traue einem Fingerbreit, der Jagd auf Kinder macht. Und werde jeden zerstampfen, der es wagen sollte. Bo fragt sich, wozu ihr einen Krieger braucht, wenn ihr keine Feinde habt. Sneef, ich habe mich verirrt, werter Herr. Ich sollte jemanden finden, der meinem Dorf helfen kann. Aber mir ist alles gestohlen worden und niemand kann mir helfen. Was? Bo ist außer sich. Seht nur, wie wütend er ist. Er ist klein. Seht also genau hin. Nur zu, er ist da. Was stimmt nicht mit eurem Dorf, Kleiner? Wie können wir Helden euch helfen? Ich stamme aus Immenstal in den Umma-Hügeln. Es sind Leute verschwunden. Einige von ihnen sind wieder aufgetaucht. Aber sie waren alle irgendwie außer sich und verrückt. Minsk ist wütend und außer sich und das ist niemals eine gute Sache. Manchmal bekommt es sogar Bo mit der Angst. Nein, nicht außer sich vor Wut, Sir. Außer sich, wenn man plemplemp ist. Punkt. Punkt. Punkt.
Oh, Minsk war noch niemals verrückt. Oh nein, außer sich zu sein. War schlimm genug. Ist noch etwas, kleiner Junge? Und schlimmer noch, alle sagen, dass sie merkwürdige Tiere draußen in den Bergen gesehen hätten. Alle haben so eine Angst. Manche sagen sogar, dass Umar selbst zurückgekehrt sei. Dann werden wir mit Sicherheit Helden gebraucht. Helden wie Minsk, Bo und Daniel the Dirty. Wo ist euer Dorf, kleiner Mann? Zusammen werden wir das alles schon richten. Ich kann euch auf eurer Karte zeigen, wo es liegt. Ich bin sicher, dass Minister Lloyd sehr dankbar wäre, wenn ihr unserem Dorf helfen könntet. Alle sind schrecklich verängstigt. Nichts vertreibt die Furcht besser als ein gutes Schwert und ein kräftiger Tritt in den Hintern des Bösen. Wir werden zu eurem Dorf gehen und tun, was Helden tun. Stimmt's, Daniel the Dirty? Recht habt ihr, Minsk. Wirklich? Oh, wunderbar. Vielen Dank. Wenn ihr nach Immenthal kommt, sprecht mit Minister Lloyd. Er kann euch alles weitere erzählen. Danke, werter Herr. Ich hoffe, ihr plant bald zu diesem Dorf zu reisen, Daniel the Dirty. Außerdem würde ich es bevorzugen, mal wieder durch das grüne Gefilde zu reisen, nachdem wir uns so lange in dieser beengenden Stadt aufgehalten haben. Oh, ich zittere. Boah, Abenteurer. Bruce, hätte nicht gedacht, dass ihr euch mit Herumtreibern jener mal sprechen würde, aber ich tue, was mein Onkel Gelan sagt, wenn ich es einrichten kann. Egal, Galen Bale will, dass ihr zu ihm kommt, ehe ihr eine schnelle Vorentscheidung fällt. Sagt, er hätte ein verlockendes Angebot zu machen. Woher weiß ich, dass ich eine Entscheidung zu fällen habe? Werde ich verfolgt? Seht mich nicht so an, ich tue nur, was man mir auftragt. Er sagte, das Angebot wäre verlockender als... So bin ich hier. Geht einfach zu Galen, bevor ihr, euren neuen Kontaktmännern aufsucht. Ich werde nur bezahlt, wenn ihr zu ihm geht. Und es wird nicht lange dauern. Wisst ihr? Also das sind jetzt unsere neuen Aufgaben, sozusagen. Zu leben heißt gut, ja, zu Galen Bale kann man auch schnell gehen, aber ich werde jetzt erstmal speiern, denn ich muss jetzt auch erstmal Sabbat hier machen, ey. Also jetzt haben wir Festung fertig. Festung, ich habe fertig. Und ich habe auch fertig für heute. Und ich sage ciao, bye bye. Bis bald in Baldur's Gate 2. Euer Daniel the Dirty.